Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Wiki Tina zurück bei Let's Play with Adel Komos auf Dana. Es wird Zeit, dass wir nun uns zum dritten Pfad begeben werden. Jetzt schauen wir mal, wo uns das jetzt hinführt. Pfad der Insektoiden-Ära. Boah. Ja, schon klar wie Kloßbrühe. Das war wohl zu viel Wasser für dich, was du Pflanze? Okay, drei Schätze wieder. Wow. Und hier schon zwei direkt in der Nähe. Sekunde, wo geht's denn hier überall lang? Okay, hier stürzt man ab. Okay. Sieht klein aus, aber ich glaube, es ist alles schön. Ich glaube, da ist viel mehr, steckt viel mehr dahinter, diesen Faden. Alter! Wir lassen hier das Ganze regnen. Das ganze ekelhafte Gift. Und weg mit dir. Oh. Chill mal, du. Boah, ist das eine Zunge, die da raushängt? Ihhh. Was will das hier überhaupt darstellen? Ich will es gar nicht erst wissen. Mal Schluss hier. Und tschüss. Oh ja, Unterwelthaut. Das mag ich. So, da ist der erste Schatz. Wieder so ein Wiederbelebungsgegenstand. Noch zwei Schätze übrig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann auch die letzten beiden Schätze des Spiels sind. Oh ja. Ah! Verdammt! Ah, da stürzt sich tatsächlich ab. Komm her, du! Boah, kommst aber du zuerst dran. Wo ist das Vieh? Super, dass er sich da befinden muss. So, jetzt aber. War ein Übersehen. Und wie komme ich da wieder hoch? Ja, wieder einen Umweg machen oder was? Tatsächlich. Ich muss wieder eine Runde drehen dafür. Oh, und auch dafür und hierfür. Ah! Da! Oh! Und noch ein Geschenk! Aber wir haben die letzten Samen gefunden. Jetzt. Also das sind tatsächlich Kürbisse. Aber jetzt können wir also auch Kürbisse pflanzen. Ja, damit hatten wir das auch vervollständigt. Unser Garten wäre komplett. So. Aua, verdammt. Das sind mir zu viele von denen. Boah, wie viele denn noch? Los jetzt! Ich
Ich bräuchte jetzt echt einen Speicherkristall, aber das wird leider nichts. Kann ich mich überhaupt hier heilen? Nein. Ja gut, ich kann ja dazwischen noch was herstellen. Also hier eine Heilungspotion für Laxia und gut ist. Damit sie nicht die ganze Zeit so röcheln muss. So. Alles erkundet. Es sah einfacher aus, als es ist. Der Pfad, aber gut. The third crystal. Everyone be careful. So, wieder ein riesiges Insektenvieh. Dann nix wie los. Psyche Nestor. This is Nestor's Psyche. Weapons up, everyone! Dann mal los. Das war ja wirklich vom Erfolg gekrönt hier, was ich gemacht habe. Nicht, dass er jedes Mal aus unserer Reichweite fliegen muss. Das war jetzt aber nicht sehr nett. Was? Ach du Scheiße, der macht Löcher! Oder sie macht Löcher, Entschuldigung. Und trotzdem. The fuck? Das noch. Macht die Arena immer kleiner. Okay, jetzt Reiter. Na komm! Endlich mal. Ich dachte schon, ich komme gar nicht mehr dazu, hier meine Ulti rauszuholen. So. Jetzt ist sie erschöpft. Dann auch nur leider sehr kurz. Och man, die macht immer mehr Löcher. Die macht unsere Arena nur kleiner. Oh, auch das noch ein Tornado. Wie lang bleibt denn der? Ach du Scheiße. Warum macht die Arena nicht noch kleiner? Als es eh schon ist. Das ist doch wirklich unnötig. Sie muss schnell besiegt werden. Sonst können wir wirklich gar nicht mehr gut kämpfen hier. Nein, da falle ich jetzt von der Seite runter. Mann, ey. Hey, komm daher. Komm her. Wollte schon die ganze Zeit verteidigen. Oh Mann, ey. Alter, was ist mit dir los? Na Schluss hier. Ich kriege ich noch. Ach, dieser scheiß Tornado. Ah, die Löcher. Zu viele Löcher hier. Auch noch vergiftet. Was? Von wem? Von ihr? Jetzt ist noch Schluss hier. So. Da ist sie halt mit einem Fernangriff wie den Knochen hier attackieren. Shit! Boah, jetzt wirft sie die ganze Zeit mit Tornados herum. Boah! Das ist ja voll unfair.
Jetzt aber ist sie down. Oh mein Gott, das war wirklich der nervigste Kampf überhaupt. What the fuck? Yeah, we won somehow. Man, feels like these guards keep getting stronger and stronger. So sieht's wohl aus. So. Damit ist auch der letzte Kristall freigesetzt worden. Das hätten wir geschafft. Aber ich weiß nicht, ob wir schon hundertprozentig alle Schätze haben hier. Ich vermute schon. Wow. Aber war's das schon? Ich glaube noch nicht, oder? The tree of Psy has grown rather large. We should be nearly finished. Really? We've come a long way to get here. One path remains. There must face. まさか、 人間のような画一的な種に敗れるとは。 わらわの想念も存外不甲斐ないものじゃ。 貴様は改めて名乗ろう。わらわの名はネストール。100万以上の眷属を束ね、かつて地上を支配した種の長なり。100万以種の眷属って。我らは環境への高い適応力と 種の多様性により繁栄を築き上げ、そんなわらわたちですらラクリモサを受け入れるに至ったのじゃ。心も体も貧弱な人間が真っ向から立ち向かえるものではないぞ。 That doesn't mean we gotta accept it! Yeah, and you didn't have to accept it either. Didn't you resist it for the sake of your people? I can't see that I initially felt an impetuous desire for self-preservation, but in the end, my calm and rational demeanor won out. Instinctually? Ach so, ich dachte, Hamlet würde jetzt reden. Instinctually, we understood the necessity of the Lacrimosa and willingly sacrificed ourselves, and thus did I accept my fate as a warden of evolution. Unbelievable. Let me ask a question of you insolent humans. To defy the Lacrimosa is to defy the natural order. Your success will place the world in grave peril. Your actions, no, your very existence possesses a threat to the world. Da ist ja was Wahres dran. Ich hab's ja schon erwähnt. Die Menschheit. Leider ist nicht wirklich gut für den Planeten, wenn es so weitergeht. Ich hoffe, dass da noch was getan wird. What do you hope to accomplish through your futile defense? You're professional and I respect that. However, I can't say I agree with you. A job is not a mere task that has been assigned to you. It's a duty. A duty should be a reflection of your will, something that you should be passionate about. That's right, humans don't blindly follow orders. We pray for our own way through life. Men of the sea, don't shy away from danger. They accept it and coexist with it. Guess I'm trying to say is, humans never give up till the very end. So be it. Humans are very different from your predecessors, that much is clear to me. Now go on. Huh? I am but one of the wardens. A judgment will be rendered soon. You will learn in due time whether your decision was correct or not. So sieht's wohl aus.
Gut, also ein Pfad gibt es noch. Dann haben wir eben jetzt drei Viertel erst geschafft. Zumindest haben wir das hier vervollständigt. Aber... Jetzt muss ich gucken. Hier geht's weiter. Ja, hier gibt's einen Speicherkristall. Moment mal. Komm also hier hin, oder was? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das noch enden wird hier. Feuerbälle. Also wird uns jetzt ein Feuerpfad bevorstehen, nehme ich mal an. Wahrscheinlich auch mit bodenlosen, wie soll ich sagen, ja. Kann man ja auch runterfallen, nehme ich mal an. Höchstwahrscheinlich. So. Dann schauen wir mal. Ach, eine Riesenkrabbe. Oh je, oh je. So. Nein. Lass gut sein. Aua. Ich weiche immer zu spät aus. Alter. So will ich eigentlich ausweichen können. So. Ja, leg dich schön hin. Moment, warum leidet er so wenig Schaden? Was ist das denn? Das ist eine Schwachstelle. Okay, jetzt so. Sehr schön. Hoffen. Gute Gegenstände wieder. So. Es kann weitergehen. Nach oben, ne? Yep. Lass gut sein. Ricota und Dana erreichen dann bald den nächsten Level. So, wenn ich aber erstmal den Pfad hinter mir habe, werde ich dann wieder zurück ins Dorf kehren müssen, damit ich... Ach nein, Vergiftung? Nein, Verbrennung. Damit ich den letzten Samen setzen kann. Und damit jetzt von nun an Kürbisse weiterhin zu pflanzen. Und das Geschenk muss noch verteilt werden, was ich hier bekommen habe. Dieses Mal ist es eine Riesenfledermaus. Eine viel zu groß geratene. Mit mir, Freundchen. Nein. Ja. Yeah. So. Puh. So, jetzt müssen wir... Oh, jetzt schließt sich alles zusammen. Wir kommen zum Anfang zurück. Damit haben wir die Karte schon so ziemlich komplett abgeschlossen. Ja gut, jetzt wo ich den Speicherkristall wieder erreichen kann. Da
Und da schließt sich ja das Ganze, die Karte zu 100%. Also ich habe hier alle Sammelstellen zu 100%. Das heißt, was jetzt noch fehlt, sind 2% weitere Schätze. Aber die finden wir schon. Jetzt erstmals zurück nach Castaway Village. Es wird Zeit hier, letzten Samen zu pflanzen. Und das Geschenk abzugeben. Gut, keine weiteren Quests. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl zu wissen, für wen das Geschenk sein wird. Hier. Oh, you brought me new vegetable seeds. I figured you'd bring more, so I prepared a spot to plant them. I'll take good care of them. Look forward to the harvest. Sehr schön. Damit haben wir alles. Okay, da kann ich jetzt nur 6 Stück. Da warte ich also noch ein bisschen, bis dass ich wieder 9 Stück pflück. Sagen wir mal pflücken. Wie ich sagen wollte, farmen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Dass man sie auf jeden Fall bekommen kann. Pflücken, glaube ich, klingt irgendwie nicht richtig. Ja, wie dem auch sei. So. Okay, das Geschenk war wirklich nicht für ihn. Tja, ich kann es nicht mehr nachholen. Diese beiden Nebenquests konnte ich leider nicht hinbekommen. Gut, aber sie bekommt Violettes Buchband. This is a precious flower bookmark. Quite a unique gift to have gotten from you. I'll use it when I research documents. You work so hard. Well, it's my nature. I can't believe anything unless I confirm it myself. You have helped me out time after time at all. Wenn ich wüsste, woher sie kennt, die muss in einem früheren Teil noch aufgetreten sein. Vielleicht war sie sogar ein spielbarer Charakter? Vielleicht muss ich wirklich die Serie mal nachholen. Ich bin allerdings noch wegen des ersten Spiels auch unsicher, dass ich auch auf Steam habe, weil die Steuerung ist ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber man wird sehen. Like with your past achievements, I wish I could award you with a medal, but unfortunately I cannot give such things without authorization. Your words are what? I feel the same about yours. We're so close to actually getting off this island. Let's continue to work hard until we succeed. Möglicherweise hat sie dann jetzt auch eine Nebenquest dementsprechend. Haben wir das getriggert? Nö. Gut, dann zurück zum Pfad. So, immerhin haben wir jetzt einen direkten Weg zum letzten Kristall. Das kriegen wir auf die Reihe.
Huh. Path des Himmels? Und bewegen sich denn die Gegner hier rum? Hm. Gut, drei weitere Schätze. Wahrscheinlich die allerletzten Schätze des Spiels. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher. Komm mal her, du. Ich hoffe nur... wie soll ich den jetzt bekämpfen? Oder taucht er einfach mal wieder auf? Ich glaube, der ist wieder aufgetaucht. Kann das? Jetzt mal Schluss hier. Sehr schön, Level up! So. Hm? Oh! Damit werden wir auch... hochgeschleudert. Ich glaube, das dient nur als Hindernis. Den kann man nicht schaden. Nö. Man kann den überhaupt nicht schaden. Das geht natürlich nicht. Warte, noch ein Gegner. Tja, der ist wohl weg. Oh! Alter! Greif das doch endlich mal an. Du bist aber ein merkwürdiger Gegner. Mit vier Flügeln hier. Du bist nicht Angemon. Verlass das. Moment, hat Angemon nicht sogar sechs Flügel gehabt? Ich glaub schon. Ja, ich freue mich auch schon, wenn ich mal wieder ein Digimon-Spiel zocken könnte. Vor allem das neueste Digimon, das kommen wird, das ist auch noch nicht erschienen. Obwohl das schon vor Ewigkeiten vorbestellt habe für Nintendo Switch. Jetzt bin ich mal gespannt, wann Digimon Survive erscheinen wird. Das ist nicht umsonst schon so lange vorbestellt gewesen. Alter! Ah, zu früh! Lass das! Hm. Die bewachen immer den Schatz. Noch mehr pures Eichhalt kommt! What the? Am Ende werden wir wirklich für jeden so einen starken Ausrüstungsgegenstand bekommen. Aber ich glaube, dieses Mal hebe ich es mir erstmals auf. Bestimmt mehr brauchen. Und da schafft er tatsächlich ein schwarzes Loch? Zumindest etwas, was uns, ja, anzieht wie ein Magneten. Schluss jetzt! Das ist ein schwarzes Loch erzeugt. What the hell? Alter! Was hat er gemacht, um Dana so viel Schaden zuzufügen? Hat er so viele von diesen schwarzen Löchern erzeugt oder was? Leider können wir uns auch nicht erholen. Also. Bitte sehr. Au. Geh sterben, du Spacko! So, Zeit, mir den letzten Schatz zu krallen. Oh, aber nicht dabei runterzufallen, ja? So, das war der letzte Schatz. Aber wir haben noch nicht alle Schätze hier, generell. Hier gibt es noch irgendwo Schätze. Wir haben immer noch 1% der übrig. Jetzt bin ich mal gespannt, wo... letzten Schätze sich aufhalten. Ich bin sicher, ich habe überall alle Schätze.
gleich mehrere davon hat. Sehr schön, Unterwelthaut. So, hier ist Ende Gelände. Endstation. Ich gebe auch Laxia mal ein Heal Potion. Wird man dann später wieder was herstellen. So, da sind wir. Es kann losgehen. Ab dem nächsten Part. Und wenn mal Geld, wenn es gefallen, was ihr diese bestätigen müsst, als Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Josh Wood geht hinein. Wir sehen uns im Part von Let's Play with 8 Lacrimosa of Dana. Also Wiedersehen und Tschüss, Leute. Now you know.